Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die Neuerscheinungen aus dem Monat September sprechen. Der September wird ein sehr, sehr, sehr kostspieliger Monat werden, weil, wie ich finde, sehr, sehr viele gute Bücher auf den Markt kommen. Ich hatte das Gefühl, so im Sommer waren es zwar auch ein paar richtig gute, aber es war nicht so, dass ich dachte, ich muss sie einfach alle haben. Und die Bücher, die ich euch heute gerne vorstellen möchte, sind wirklich fast alles Bücher, die ich instant lesen möchte. Also wo mich wirklich die Geschichte richtig catcht und ich sie unbedingt sofort haben möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich es anstellen werde, ob ich vielleicht kurz eine Bank überfalle oder eine Thalia-Filiale. Aber ja. Es sind wirklich sehr, sehr gute Bücher und ja, dementsprechend wird wahrscheinlich auch das ein oder andere recht zeitnah bei mir einziehen, beziehungsweise ein paar davon habe ich tatsächlich auch schon vorbestellt. Ich höre jetzt auch auf, lange um den heißen Brei rumzureden. Wir beginnen sofort mit dem ersten Buch. Das da wäre Set on You. Ich habe von der Autorin tatsächlich noch nichts gelesen, aber das Cover hat mich sehr, sehr angesprochen. Dieses TikTok Make Me Buy It hat mich dann wieder ein bisschen abgeschreckt, aber als ich den Klappentext gelesen habe, dachte ich mir, okay, dieses Buch musst du auf jeden Fall auf deine Wunschliste packen. Nach einer Trennung findet Plus-Size-Fitness-Influencerin Crystal Chen Trost im Gym, ihrem persönlichen Kraftort, bis Feuerwehrmann Scott Ritchie auftaucht und regelmäßig Crystals liebste Fitnessgeräte blockiert. Bald fliegen ordentlich die Funken. Doch während die beiden sich im Gym um die Vorherrschaft betteln, bringt sie ausgerechnet die Verlobungsfeier ihrer Großeltern auch außerhalb des Fitnessstudios zusammen. Und Crystal muss feststellen, dass sich unter Scotts durchtrainiertem Äußeren ein weiches Herz verbirgt. Könnten sie am Ende füreinander sein, was beide bisher vergeblich gesucht haben? Als dann aber ein Foto von Crystal und Scott viral geht, wird der Hass im Internet zur Zerreißprobe für ihre aufkeimende Liebe. Für mich deutet der Klappentext etwas in Richtung Bodyshaming an und ich finde, das wird auch in der Buchbubble noch viel zu selten behandelt. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr, sehr drauf und das ist zum Beispiel ein Buch, das ich bereits vorbestellt habe. Dann erscheint ebenfalls am 1. September der zweite Band der Silver and Poison Reihe von Anne Lüg. Und da habe ich tatsächlich den ersten Band noch gar nicht gelesen. Er steht auf meiner Wunschliste. Ich hätte ihn super gern in der Erstauflage mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Aber irgendwie habe ich es total vergessen, ihn zu kaufen. Jetzt kommt bereits der zweite raus. Und was ich auch witzig finde, er erscheint am 1. September und bei Amazon steht lieferbar Freitag oder Lieferdatum gratis Freitag, 8. September. Was ist in der Woche dazwischen? Also wird das Buch einfach eine Woche lang nicht versendet oder was ist da los? Ich habe es gesehen und musste extrem lachen, aber ja, das ist eben das Internet. Deshalb support your locals und kauft euch die Bücher einfach in der örtlichen Buchhandlung. Dann passiert euch sowas auch nicht. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es in Band 2 geht. You are my poison. Eine Giftmischerin, die für New Yorks gefährlichste Gang arbeitet und ein Cop, der magische Verbrecher jagt. Zu spät hat Avery gemerkt, wie aussichtslos ihre Gefühle für Detective Hayes sind. Seit sie wegen Mordes am Oberhaupt der New Yorker Magier gesucht wird, bleibt ihr nur die Flucht. Wieder besseres Wissen muss sie dem undurchsichtigen Riker vertrauen, um mehr über ihre gefährliche Toxic-Kräfte herauszufinden. Doch Avery ahnt, dass Hayes mit allen Mitteln versuchen wird, sie zu finden. Das nächste Buch habe ich euch auf meinem Instagram-Kanal bereits gezeigt. Ich durfte nämlich den Auftakt zur Blogtour begleiten. Und es handelt sich um eine Reihe, die ich sehr, sehr gerne mag. Also ich habe bisher erst Band 1 und 2 gelesen, aber 3 und 4 werde ich jetzt noch nachholen. Band 4 erscheint nämlich auch am 1. September. Es ist auch eine Reihe, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich die Autorin einfach so gerne mag und es mich echt getroffen hat, dass es ausgerechnet zum 4. Band kein Hörbuch geben wird. Sie hat die Hörbücher zu 1, 2 und 3 selbst eingesprochen, hat sich da wirklich Mühe gemacht, hat eine Tonkabine selbst gebaut und steckt da wirklich ganz viel Herzblut rein. Und ja, die Reihe ist einfach total underrated und ich versuche einfach jedem, den ich kenne, diese Reihe ans Herz zu legen, weil ich sie wirklich richtig schön finde. Und ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 4 vorlesen. Also wenn ihr
die Reihe noch nicht gelesen habt. Dann skippt einfach weiter, bis ich das nächste Buch hochhalte. Ich handhabe das in meinem Neuerscheinungsvideos eben immer so, dass ich die Klappentexte zu diesen Büchern, die erscheinen, auch vorlese. Und wenn ihr das Buch davor oder die Bücher davor noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr einfach immer ein bisschen weiter skippen. Aber es soll ja heute um Band 4 gehen. Kira erwacht an einem Ort, von dem sie nicht gedacht hätte, ihn so schnell zu betreten. Dort trifft sie auf eine der mächtigsten Frauen, die es in der Geschichte der Tali-Dutch je gab. Diese verrät ihr nicht nur, dass ihre Begegnung vom Schicksal vorherbestimmt war, sondern lüftet auch ein Geheimnis über die Regentin, das der jungen Frau förmlich den Boden unter den Füßen wegreißt. Die Gefahr, die von der Tyrannin ausgeht, könnte jeden Moment über Talbrim hereinbrechen. Und der Preis, um dies zu verhindern, übersteigt alles, was von Kira jemals gefordert wurde. Wird sie tatsächlich bereit sein, das Vermächtnis von Talbrim anzunehmen und diesen Weg bis zum Schluss zu gehen, wenn sie damit nicht nur ihr eigenes Glück aufgeben muss? Ebenfalls am 1. September erscheint eine weitere Reihenfortsetzung, und zwar die zur Zodiac Love-Reihe von Andreas Dutter. Ich habe den ersten Band hier. Ich habe den ersten Band tatsächlich aber noch nicht gelesen. Aber man kann die beiden unabhängig voneinander lesen, wurde mir gesagt. Ich finde alles, was so mit Astrologie zu tun hat, sowieso super spannend. Ich musste das Buch auch unbedingt kaufen. Nicht nur wegen der Astrologie, sondern einfach, weil ich den Klappentext super sympathisch fand. Und er hat sich einfach so angefühlt, als würde mir das Buch gut tun. Und ja, jetzt kommt schon Band 2 raus. Ich habe einfach zu wenig Zeit zum Lesen. Also ich merke einfach auch die letzten 2 Monate, dass ich in so einem Sommerloch drin bin. Und normalerweise habe ich ja zwischen 10 und 15 Bücher im Monat. Aktuell sind es eher zwischen 5 und 10. Also ja, ich bin im Sommerloch drin und dieses Buch wollte ich eigentlich jetzt im Sommer lesen, aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Ja, vielleicht habe ich jetzt den Ansporn, wenn Band 2 herauskommt, dass ich die gerade in einem Rutsch wegsuchte. Wenn die Sterne dir den Weg zeigen, hast du den Mut, ihnen zu folgen? Schon seit einiger Zeit hadert der pansexuelle Quinn mit dem Wunsch seines Vaters, dessen Geschäft für Herrenausstattung zu übernehmen. Heimlich träumt er von einem Studium am University College in Cork. Quinns Kollegin Nala sowie seine Freunde Owen und Felix bestärken ihn darin, seinem Herzen zu folgen. Doch erst die Begegnung mit Takeru, der am UCC kreatives Schreiben studiert und als Astrologie-Kolumnist durchstartet, führt dazu, dass er endlich zu sich und seinen Wünschen steht. Die Kontakte seines Vaters reichten jedoch bis ans College und auch die Nähe zu Takeru, der einige Geheimnisse hat, könnte für Quinn zum Verhängnis werden. Auf das nächste Buch freue ich mich schon unfassbar doll. Ich habe es gesehen und dachte so, das Buch musst du auf jeden Fall vorbestellen. Gesagt, getan, ich habe es vorbestellt. Und es ist ein Buch aus dem Moon Notes Verlag. Irgendwie habe ich noch viel zu wenig Bücher aus diesem Verlag und das muss ich aber ganz, ganz schnell mal ändern. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass dieses neue Design, das alle Moon Notes Bücher haben, ein bisschen verwirrend ist, weil ich finde, dass die Bücher alle gleich aussehen. Die sehen entweder grün, pink, lila, blau, gelb aus, haben dann irgendein Motiv vorn drauf, aber es ist für mich als Leser sehr verwirrend, die Bücher auseinanderzuhalten. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht sollte ich darüber mal ein Video machen. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich der einzige Mensch bin, dem es so geht. Und dann sagt ihr mir, wenn ich bei Instagram darüber spreche, nein, mir geht's auch so. Ich werde das mal auf meine To-Do-Liste schreiben, aber jetzt erzähle ich euch, um was es in Fighting Fate überhaupt geht. Wenn du moderne Versionen griechischer Mythen, starke Frauen und ebenso starke Gefühle liebst, ist dies dein Page-Turner. Zwei Fremde, die ein göttliches Schicksal zusammenführt. Er ist der Prinz des Hades und sein Bodyguard. Sie seine Bodyguard. Ist Bodyguard ein genderneutrales Wort? Das dürft ihr mir gerne mal sagen. Wie ist die weibliche Form zu Bodyguard? Ist es auch Bodyguard, wie hier im Klappentext? I don't know. Seit Ewigkeiten fristet Taro ein trostloses Dasein. Als Fluch für ein unverzeihliches Verbrechen darf er sein Apartment in New York nicht verlassen. Die Erinien warten nur darauf, ihn in Stücke zu zerreißen, sollte er es wagen. Das zufällige Zusammentreffen mit Rio ändert alles, denn an ihrer Seite ist er für die Furien unsichtbar und so heuert er sie an, um sie zu beschützen. Zu beiden
Zusammen machen sich die beiden auf eine Reise durch die Welt, die reale wie die mythologische, immer auf der Suche nach den Nymphen, der Sphinx und schließlich Pandora, die als einzige Taros Fluch aufheben kann. Doch nichts kann Rio und Taro auf das vorbereiten, was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander. Das nächste Buch, ja, das habe ich bei der Programmvorstellung des KISS Verlag gesehen und dachte mir so, okay, das wird richtig, richtig gut und beinahe wäre ja auch die Zusammenarbeit zwischen Dominik und KISS gar nicht zusammengekommen oder gar nicht zustande gekommen. Ich freue mich umso mehr, dass es dann doch geklappt hat. Und ja, jetzt warte ich eigentlich nur drauf, dass wir von der KISS-Crew das Go kriegen, es anfragen zu dürfen. Und dann werde ich es auch instant anfragen. Ich spreche nämlich von der Bryn Mawr University. Und ja, hört euch einfach den Klappentext an und freut euch drauf, dass es bald erscheint. Eine elitäre Universität. Als Samuel das erste Mal die Bryn Mawr University sieht, ist er überwältigt. Die jahrhundertealten Gebäude thronen majestätisch auf den Klippen an Cornwalls Küste. Doch im Gegensatz zu den anderen Erstsemestern ist er nicht zum Studieren hier. Eine geheime Studentenverbindung. Samuel ist nur in Bryn Mawr, weil er herausfinden will, was hier vor 10 Monaten passiert ist. Sein Bruder hatte damals einen Unfall, liegt seitdem im Wachkoma. Die Umstände wurden nie aufgeklärt. Samuel entdeckt allerdings Hinweise auf eine mysteriöse Studentenverbindung mit gefährlichen Aufnahmeritualen. Eine schicksalshafte Begegnung. Liebe ist das Letzte, wonach Samuel der Sinn steht. Doch als er Connor, einen anderen Studenten, kennenlernt, kann er sich nicht gegen das Herzklopfen wehren. Die beiden kommen sich langsam näher, nichts ahnend, dass die Schatten der Vergangenheit bereits nach ihnen greifen. Ich freue mich sehr. Und dann bleiben wir auch gerade beim KISS Verlag. Da kommt nämlich auch noch ein weiteres Buch raus, auf das ich sehnsüchtig warte, weil ich Band 1 und 2 super hart gefeiert habe. Die kamen nämlich zusammen am gleichen Tag raus und ich habe sie einfach direkt hintereinander weggesuchtet. Ich spreche nämlich von The Darkest Gold. Band Nummer 3 kommt jetzt im September und insgesamt werden es 5 Bücher. Es ist eine Geschichte rund um den Mythos des König Midas, falls euch das was sagt. Es ist sehr spicy, also wir steigen in Band 1 direkt in einer gruppenzwischenmenschlichen Geschichte ein, um es mal YouTube und jugendkonform zu halten. Ja, jetzt kommt Band 3 raus und ich freue mich echt sehr, sehr, sehr auf die Fortsetzung dieser Geschichte, weil sie echt richtig spannend ist. Midas, Herrscher des 6. Königreichs. Man nennt ihn den Goldenen König. Ich habe mich viel zu lange von seiner glänzenden Fassade täuschen lassen, habe mich belügen, manipulieren und ausnutzen lassen. Doch das ist jetzt vorbei. Weder er noch irgendjemand sonst wird mich noch einmal einsperren. Dank eines verführerischen Fake-Kriegers habe ich meine Stärke gefunden. Und dadurch ändert sich alles. Bisher war ich im Kampf der Könige um Macht und Einfluss nur eine goldene Spielfigur. Doch ein einziger Zug kann das Spiel verändern und diesmal werde ich diesen Zug machen. Dann wird die liebe Caroline Wahl eine neue Reihe auf den Markt bringen. Natürlich wieder bei Löwe Intens. Und ich habe leider vergessen, es anzufragen. Ich wollte es die ganze Zeit anfragen, habe es vergessen. Vielleicht hole ich das noch nach, aber ich bin da jetzt nicht guter Dinge, dass da noch Kontingent verfügbar ist. Ansonsten werde ich mir es einfach kaufen, weil es sieht richtig schön aus, es klingt richtig schön und ich mag Caroline auch sehr, sehr gerne als Autorin. Er will seinem Erbe entfliehen, sie will ihres finden. Pferderennen in Ascot, Studium in Cambridge, Formel 1 in Monaco. Alexander Scogan führt ein Luxusleben, bis er nach einem skandalösen Video für eine Weile untertauchen muss. Gezwungenermaßen nimmt er daher an einer Trekkingtour durch die Wildnis Norwegens teil. Geführt wird diese von Nora, deren Leben so ziemlich das komplette Gegenteil von Sanders ist. Was passiert, wenn die beiden kollidieren? Können sie der Wucht des Aufpralls standhalten oder werden ihre so unterschiedlichen Welten von Grund auf erschüttert? Und ich finde, Norwegen ist einfach mal ein komplett anderes Setting. Lieben wir. Im September werden wir nicht nur mit 2 Büchern aus dem Hause KISS beglückt, nein, wir werden auch mit 2 Büchern von der lieben Jennifer Lynn Barnes beglückt. Zum einen wäre das der 2. Band der Cold Case Academy. Das ist ja wieder sowas, was man nicht in ein Genre packen kann. Also ich fand, es war jetzt nicht nur rein Crime oder rein Psycho oder rein Thriller. Es war wieder so ein Mix aus allem Möglichen. Und wenn mich jemand fragen würde, wo würdest du es einsortieren?
Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Das ist genau das gleiche wie mit The Inheritance Games. Ich weiß bei diesen Reihen nicht, in welchem Genrebereich ich es einsortieren soll. Ich sage immer, ich lese New Adult und ich lese Fantasy. Aber ich lese auch Jennifer Lynn Barnes. Ich werde jetzt einfach die Kategorie einfach nur Jennifer Lynn Barnes nennen, weil sie einen komplett anderen Schreibstil oder eine ganz andere Art hat, Geschichten zu erzählen. Jetzt werden wir den zweiten Band der Cold Case Academy kennenlernen und es wird zu The Inheritance Games einen vierten Folgeband geben. Eigentlich ist die Geschichte abgeschlossen, aber die vier Hawthorne-Brüder kriegen noch einen Sonderband. Das Ende von Band 3 hat mich ja so ein bisschen enttäuscht oder beziehungsweise allgemein der dritte Band hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber über die Hawthorne-Brüder zu lesen, ich denke, das wird mein Herz noch mal ein bisschen höher schlagen lassen. Ich werde euch jetzt zu beiden Büchern von Jennifer Lynn Barnes den Klappentext vorlesen. Ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengefasst, um das Video ein bisschen kürzer zu halten. Starten wir mit Cold Case Academy 2. Die 17-jährige Cassie durchläuft eine Elite-Ausbildung des FBI. Dank ihrer besonderen Begabung, sie kann anderen Menschen ihr Wesen regelrecht am Gesicht ablesen und sie ist nicht die einzige in ihrem Team mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Ihr zur Seite steht ein menschlicher Lügendetektor, ein Mathe-Genie, ein Spezialist im Deuten menschlicher Gefühle und der Sohn eines Serienmörders. Ihr neuer Fall führt die jungen Profiler tief in die eigene Vergangenheit und stellt sie vor eine hochgefährliche Herausforderung. Und der Klappentext zu den Hawthorne-Brüdern lautet wie folgt. Vier Brüder, zwei Missionen. Das atemberaubende Abenteuer geht weiter. Grayson Hawthorne ist als Kronprinz des milliardenschweren Familienunternehmens herangewachsen. Doch der Patriarch ist verstorben, die Familie enterbt das Vermögen dahin. So hat er sich zur Aufgabe gemacht, jeden Schaden von Avery, der Erbin, fernzuhalten. Als Ermittlungen zum Tod seines Vaters aufgenommen werden, bringt sie das allerdings in höchste Gefahr. James Hawthorne ist abenteuerlustig und eine echte Spielnatur. Als sich plötzlich sein verschollener Vater bei ihm meldet und einen riskanten Gefallen erbittet, kann Jameson nicht widerstehen. Beide Hawthorne-Nachkommen werden vor schier unlösbare Aufgaben gestellt, doch an ihrer Seite stehen dabei ihre Brüder und Avery. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil es jetzt um zwei Brüder geht, dass vielleicht die anderen beiden Brüder auch noch einen Band kriegen. Ich weiß es nicht, wäre aber sehr, sehr witzig. Dann erscheint am 14. September der fünfte Band, ist es glaube ich, der fünfte Band der Cadmere Academy-Reihe von Tracy Wolf. Ich war mir anfangs gar nicht bewusst, dass die Reihe so viele Bücher bekommen wird. Ich habe tatsächlich nur Band 1 gelesen und habe nie weiter gelesen, weil es mich jetzt nicht so überzeugt hat. Ich wollte irgendwann mal nachhören, wie es allgemein weitergeht, aber wenn das Ganze 6 Bände hat, bin ich tatsächlich überlegen, ob ich es nicht doch irgendwann noch lesen möchte oder als Hörbuch hören möchte, weil da ja scheinbar viel Potenzial drin ist, um die Geschichte auf 6 Bände aufzuteilen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass die Reihe lesenswert ist und mir sagen, warum ich sie denn lesen sollte. Ich werde euch auf jeden Fall erzählen, um was es in Band 5 geht. Die Monate, in denen Grace eine steinerne Gargoyle war, bergen mehr Geheimnisse, als sie sich je hätte ausmalen können. Was soll man schon erwarten, wenn man plötzlich mit ausgerechnet der Person eingesperrt ist, die man sich als letztes als Bekleidung gewünscht hätte? Doch um das Schattenreich zu überleben und all seine Bewohner retten zu können, wird Grace die Hilfe von Hudson benötigen, wenn sie ihren nervig unwiderstehlichen Mitgefangenen nicht zuerst umbringt oder küsst. Dann bringt die liebe Alexandra Bracken ein neues Buch auf den Markt. Sie hat ja auch zum Beispiel Lore geschrieben. Ich habe das Buch absolut gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis ich mit meinen Recherchen für dieses Video angefangen habe. Und es ist auch so ein sehr langer Titel. Silver in the Bone bricht den Fluch, bevor der Fluch dich bricht. Ich hatte es tatsächlich wirklich gar nicht auf dem Schirm. Und als ich den Klappentext gelesen habe, dachte ich aber so, okay, alles klar, pack's auf die Liste. Es klingt nämlich sehr, sehr gut. Ohne die Fähigkeit, Magie zu sehen, gilt Tamsin als Außenseiterin unter den Hollowern. Das hindert sie jedoch nicht daran, wie die anderen Mitglieder der Gilde die ganze Welt nach legendären Artefakten zu durchkämmen. Als der Auftrag einer Zauberin sie auf die Spur eines Gegenstandes führt, der den Fluch ihres Bruders brechen könnte, beginnt für Tamsin ein Wettlauf gegen die Zeit. Andere Hollower sind ebenfalls hinter dem Artefakt her, darunter auch ihr Rivale Emrys. Ihre Suche führt sie direkt nach Avalon, den Ursprung aller Magie, aber mit ihrem Auftauchen weckt sie eine uralte Gefahr. Denn auch auf dem magischen Land liegt ein dunkler Fluch und diese Dunkelheit bedroht bald auch ihre eigene Welt.
Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch schon vorbestellt und es ist mal etwas komplett anderes. Es ist eine Art Biografie, aber auch irgendwie nicht. Es handelt sich nämlich um die Tagebücher von Alan Rickman, besser bekannt als Severus Snape von Harry Potter, falls euch das vielleicht mehr sagt. Ich bin ein großer Fan des Schauspielers, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Jetzt werden seine, nicht seine Memoiren, aber so ein bisschen, ja, seine Tagebücher veröffentlicht und das ist irgendwie so was total Intimes, finde ich. Also ich wüsste nicht, wenn ich Tagebuch führen würde, ob ich wollen würde, dass die veröffentlicht werden. Aber wir als Fans freuen uns natürlich drüber, etwas über den Darsteller zu erfahren. Ich werde jetzt keinen großen Klappentext hier oder so vorlesen. Ich meine, es ist eine Art Biografie. Es wird auf jeden Fall, denke ich, Dinge ans Licht bringen, die wir so über ihn noch nicht wussten. Dann wird auch der dritte Band der St. Mellows-Reihe von Kit Orban auf den Markt kommen. Where Our Wishes Come True wird er heißen. Kommt am 20. September und ich habe ja den ersten Band bereits gelesen. Der zweite ist irgendwie so an mir vorbeigegangen, wahrscheinlich jetzt mitten in meinem Sommerloch, ich weiß nicht. Das sind nämlich drei Bücher, die, glaube ich, alle in 2023 jetzt auch auf den Markt kamen. Also die wurden recht flott hintereinander jetzt veröffentlicht. Deshalb war ich vielleicht auch noch nicht darauf vorbereitet, dass der zweite Band bereits erschienen sein könnte. Nur bei meiner Recherche habe ich dann gesehen, dass es schon der dritte ist und dachte, Moment, wo ist 2 abgeblieben? Aber ja, ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 3 vorlesen und werde mich dann auch mal informieren, was denn aus Nummer 2 geworden ist. Als Sue ein lang gehütetes Familiengeheimnis aufdeckt, steht ihr Leben auf dem Kopf. Es reicht wohl noch nicht, dass sie ihren Job in New York an den Nagel hängen und kleinlaut nach St. Mellows zurückkehren musste. Nun ist sie auch noch mit einer Wahrheit konfrontiert, die ihr ganzes Leben zur Lüge macht. Darüber hinaus sitzt sie gemeinsam mit dem damaligen obercoolen Mitschüler Blake in einem Aushilfsjob fest. Doch als sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, muss Sue feststellen, dass sie mit Blake mittlerweile Holzbildhauer noch etwas verbindet, das lang vergessen schien. Am 27. September kommt das neue Buch von Stella Tuck, das da heißt Ever and After. Es wird der Reihenauftakt zu einer Dilogie. Und allein das Cover spricht mich schon wieder so, so arg an. Ich habe ja tatsächlich ganz lange Zeit gar nichts von Stella gelesen und bin dann als Anfänger, als Newbie mit der, wie heißt die Reihe nochmal? Die Blackbird Academy, mit der bin ich eingestiegen und war da ultra begeistert von ihrem Schreibstil. Deshalb wird dieses Buch definitiv hier einziehen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es wird auch eine limitierte Auflage mit Farbschnitt geben. Das ist anscheinend jetzt gang und gäbe. Aber dazu habe ich ja auch bereits ein Video gedreht. Das kann ich euch gerne mal hier oben verlinken. Jetzt erzähle ich euch aber, um was es in der Reihe überhaupt geht. Mit einer Familie, die von Schneewittchen abstammt, ist Wayne Whites Leben schon kompliziert genug. Nun muss sie auch noch einen schlafenden Prinzen küssen. Doch als Rain an ihrem 18. Geburtstag in die Gruft unter dem Tower of London hinabsteigt, löst sie eine Katastrophe aus. Ihr Kuss weckt nicht nur den Prinzen auf, sondern auch einen uralten Fluch. Um die Märchenfamilie zu retten, muss Rain sich 7 Prüfungen stellen und darf nicht vergessen, dass ihr Herz die größte Schwachstelle ist. Ich finde es immer sehr witzig, auf Protagonisten zu treffen, die genauso heißen wie Protagonisten aus deinen eigenen Büchern. Aber ja, es ist eine ganz andere Thematik, von daher stört es mich hier nicht so sehr wie bei anderen Romanen. Kommen wir von Ever and After zu Flower and Bones. Ja, sehr kreativer Übergang, aber Ravensburger hat anscheinend momentan eine Schwäche für Und-Zeichen in den Titeln. I don't know. Werden nämlich beide im Ravensburger Verlag erscheinen. Dieses Buch spricht mich optisch tatsächlich noch ein bisschen mehr an. Es hat nämlich auch so eine wunderschöne, ich weiß, müsste mal kurz zurückspulen, so eine wunderschöne Totenmaske, so eine mexikanische Totenmaske vom Tag der Toten auf dem Cover. Und ja, damit hat mich der Verlag sofort natürlich gecatcht, weil ich da ein riesengroßer Fan von bin. Ebenfalls limitierter Farbschnitt in der Erstauflage. Wollte es nur erwähnt haben. Am Tag der Toten erwacht die Magie zum Leben.
Valentina hütet ein Geheimnis. Sie ist La Catrina, jene legendäre Figur, die zum Sinnbild für den mexikanischen Tag der Toten geworden ist. Damit ist es ihr bestimmt, verlorene Seelen ins Reich der Toten zu führen. Doch Valentina muss aufpassen, nicht zur Zielscheibe zu werden. Denn seit die Menschen von der Existenz übernatürlicher Wesen wissen, machen einige von ihnen unerbittlich Jagd auf sie. Valentina vertraut sich ausgerechnet der Hexe Lilly an, nicht ahnend, dass diese ihre eigenen Pläne verfolgt. Eine schicksalhafte Entscheidung. Das nächste Buch ist tatsächlich ausnahmsweise mal ein Einzelband. Kommt ja momentan echt sehr, sehr selten vor. Im Hause Fischer wird nämlich Lucid Night erscheinen. Das Cover spricht mich sehr an, weil es so schlicht gehalten ist. Die Schriftart finde ich auch super schön. Und auch hier wird es wieder in der Erstauflage einen Farbschnitt geben. Das kann ich euch gefühlt bei jedem Buch sagen. Leute, irgendwann verliert es seinen Reiz. Ich sag's euch. Aber wir sind alle Opfer und wir wollen es trotzdem alle mit Farbschnitt haben. Story of our life. Selena und Rhea, die eine in Griechenland, die andere in Berlin. Zwei Mädchen, die sich nie getroffen haben und doch eine außergewöhnliche Gabe verbindet. Sie sind Traumgängerinnen. Sie können selbst nicht träumen, doch in die Träume anderer Menschen einsteigen und diese verändern. Etwas, was eigentlich nicht möglich sein kann, denn diese Gabe ist nur Männern vorbehalten, zumindest wenn man der mächtigen Traumunion Glauben schenkt. Als Yunus, der Vorzeigetraumgänger der Union, auf Rias Gabe aufmerksam wird, verändert sich alles. Plötzlich berichten alle Mädchen von der ersten Traumgängerin und schon bald findet sich Selena und Rhea in einem Machtkampf wieder, der nicht nur über das Schicksal der Traumwelt Somna entscheiden wird, sondern über das der ganzen Welt. Einen Tag später, am 28. September, gibt es endlich etwas Neues aus dem Everlove Verlag, beziehungsweise ist das ja ein Unterverlag des Piper Verlags, ist deren Romance-Sparte. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. The Maxwells heißt das Ganze. This Love is Forever von der lieben Laila Hagen. Von ihr habe ich noch nichts gelesen. Von daher bin ich mal sehr gespannt über diese prickelnde Romance-Reihe, die sie da ins Leben gerufen hat. Um ihre Eltern finanziell zu unterstützen, beschließt Grundschullehrerin Lexi, in den Sommerferien als Kindermädchen zu arbeiten. Der reiche Unternehmer und alleinerziehende Vater Tate Maxwell stellt sie ein und es funkt sofort zwischen den beiden. Lexi versucht, ihre Gefühle zurückzuhalten, da Tate ihr Chef ist. Auch Tate zögert, seinem Herzen zu folgen, weil er nach der Trennung für seine Tochter vor allem eins will: Stabilität. Doch schon bald können sie sich nicht mehr zurückhalten und geben sich einander hin. Tate erkennt, dass Lexi genau die ist, die er und seine Tochter brauchen. Und dann bleiben wir gerade bei Piper und gehen aber in die komplett andere Sparte, nämlich in Richtung Fantasy. Ink, Blood, Mirror, Magic. Das Buch sieht einfach unfassbar schön aus. Also eins der schönsten Bücher, die im September auf den Markt kommen. Auch mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Das ist eigentlich fast schon ein Muss für meinen Monk, weil dieses Buch wirklich unfassbar, unglaublich schön ist. Aber auch der Klappentext hat mich überzeugt. Also es ist nicht nur die Optik, ich bin heute nicht ganz so oberflächlich unterwegs. Seit Generationen hütet die Familie Kalutai eine Sammlung alter und seltener Bücher. Bücher, mit denen man Magie wirken kann, vorausgesetzt, man zahlt den Preis in Blut. Ein solches Buch hat Abe Kalutai das Leben gekostet und seine Tochter Johanna setzt alles daran, herauszufinden, warum. Als ihre Halbschwester Esther von Unbekannten bedroht wird, müssen die beiden entfremdeten Schwestern wieder zueinander finden, um sich einem mysteriösen Feind in den Weg zu stellen. Doch dieser schreckt vor nichts zurück, um Apes Buch zu stehlen, nicht einmal vor Mord. Und dann switchen wir einfach mal ganz schnell wieder zurück zu Everlove. Irgendwie bringt Piper seine Bücher alle am gleichen Tag raus. Nichtsdestotrotz wird das Buch erscheinen, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, dass so viel an einem einzelnen Tag kommt. Aber es wird erscheinen, das neue Buch von Elena Armas. Wir kennen sie von The Spanish Love Deception. Das neue Buch heißt The Long Game. Die große Liebe sucht man nicht, sie findet einen. Das Cover sieht auch wieder ähnlich aus wie bei The Spanish Love Deception. Das ist einfach anscheinend der Stil für die Autorin. Es ist auch so eine Art Wiedererkennungswert. Finde ich richtig gut. Und ja, jetzt habe ich den Klappentext für euch. Die ehrgeizige Fußballmanagerin Adalyn dachte schon, sie würde gefeuert werden, als ein Video im Internet auftaucht, das sie bei einer Auseinandersetzung mit dem Maskottchen ihres Fußballclubs zeigt. Doch Adalyn wird nur ins Exil nach North Carolina geschickt. Dort soll sie das angeschlagene Fußballteam der Green Warriors wieder auf Vordermann bringen, um sich zu rehabilitieren.
Die Pläne scheitern allerdings, als Adeline herausfindet, dass das Fußballteam aus 9-jährigen Mädchen besteht, die Tütüs zum Training tragen. Dass die Spielerinnen Angst vor Adeline haben, ist zudem höchst kontraproduktiv. Cameron Caldani, ein Torwarttalent und aus unerklärlichen Gründen ebenfalls in der Stadt, wäre perfekt geeignet, um Adeline bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Doch nach einer sehr unglücklichen ersten Begegnung ist er nicht gut auf Adeline zu sprechen. Doch Adeline wäre nicht Adeline, wenn sie sich einfach so vertreiben ließe. Gegensätze ziehen sich schließlich an. Also für meinen Geschmack ist da viel zu oft der Name Adeline im Klappentext. Aber das ist vielleicht auch nur Ansichtssache. Mich hat es auf jeden Fall gerade ein bisschen genervt. Dann wird es nochmal ein bisschen witchy. So langsam kommen wir emotional ja zur Witchy Season. Da geht mein Herz natürlich wieder sehr drin auf. Auch wenn ich kein Fan von Horror und Co. bin, liebe ich alles, was mit Hexen zu tun hat. Und die Spooky Season ist sowieso voll und ganz meins. Jetzt kommt ein neues Buch von Leni Wambach, das da heißt Der Zirkel der Sechs, Runen und Knochen, ebenfalls im Hause Pieper. Und es klingt für mich sehr, sehr ansprechend. Für den Zirkel der Magier von Paris jagt Sirena abtrünnige Magier, denn das ist genau ihr Ding. Als jedoch ein Auftrag nicht ganz nach Plan verläuft, ändert sich alles. In den Katakomben von Paris offenbart sich eine Prophezeiung. Sirena soll als eine von sechs in der Lage sein, die Macht der Toten zu erwecken. Das könnte ihr zum Verhängnis werden, denn es gibt Gruppen, die genau diese Macht zu ihrem eigenen Zweck einsetzen wollen. Nun liegt es an Sirena und 5 weiteren Auserwählten, gemeinsam einen Weg zu finden, eine Katastrophe zu verhindern. Am 29. September erscheint ein Buch, das ich mir vermutlich nicht kaufen werde. Ich habe nämlich den ersten Band dazu gelesen und fand ihn nicht so gut. Es wird mir wahrscheinlich reichen, wenn irgendjemand mir erzählt, wie die Geschichte ausgeht. Vielleicht finde ich jemanden, der das gerne tun wird. Ich spreche nämlich von A Spell Unspoken, Magic and Moonlight, Band 2. Ich sehe aber gerade, es gibt insgesamt 4 Bücher oder es wird 4 Bücher geben. Ich dachte, es sind nur 2. Vielleicht werde ich auch dann mich erbarmen und es weiter hören. Ich weiß es noch nicht. Also der erste, der hat mich echt total enttäuscht, weil ich etwas ganz anderes erwartet hatte und meiner Buddy-Read-Partnerin ging es genauso. Von daher, mal schauen. Das Cover ist natürlich wieder wunderhübsch. Bleibt halt abzuwarten, ob ich mich dazu durchringen kann, es dann wirklich auch zu lesen. Weil das hier wäre so ein klassischer Coverkauf, der dann im Regal oder auf meinem Sub versauert. Nur gemeinsam können sie den dunklen Zauber aufhalten. Niemals hätte die junge Hexe Gemma Stone geahnt, in welche Gefahr sie geraten würde, als sie Darren Hunter versprach, den Blutfluch zu brechen, mit dem er belegt wurde. Denn die Geheimnisse des schwarzmagischen Zirkels, auf die sie dabei stieß, trafen sie vollkommen unerwartet, genau wie die Gefühle, die Darren in ihr auslöst. Doch als sie der Anziehung nachgeben, merken sie bald, dass ihre Verbindung etwas ganz Besonderes ist. Sie sind bereit, für ihre Zukunft zu kämpfen und spüren, dass sie nur gemeinsam einen Weg finden werden, das dunkle Unheil, das sie bedroht, noch abzuwenden. Auch wenn die Schatten bereits Gemmas Namen flüstern. Der Lux Verlag handhabt es ja auch gerne so, seine Bücher alle am gleichen Tag rauszubringen, denn ebenfalls am 29. September bringt er den zweiten Band der Cruel Castaways-Reihe von L.J. Shen auf den Markt. Der heißt Fallen und ich kann euch tatsächlich nicht sagen, um was es in der Reihe überhaupt geht, welche Thematik sie als Überthema hat, weil diese Reihe irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß zwar, dass ein Band existiert, aber bei L.J. Shen ist es halt auch so, die Bücher sehen alle sehr identisch aus, wie bei der lieben Brittany C. Cherry zum Beispiel. Ich habe bei Brittany C. Cherry keinen Plan, welche Bücher zusammengehören, weil die alle gleich aussehen. Und bei L.J. Shen, ich kriege die Sinners of Saint-Reihe noch zusammen, ich kriege die All Saints High-Reihe noch zusammen und ich kriege die, Boston Bells Reihe noch zusammen. Alles andere ist für mich irgendwie so eine Grauzone. Ich liebe ihre Bücher, aber irgendwie kriege ich sie nicht auseinandergehalten. Aber um diese Problematik soll es heute nicht gehen, sondern um den zweiten Band der Cruel Castaways Reihe. Und da erzähle ich euch jetzt, um was es in diesem Band geht. Milliardär Arsene Coben ist ein eiskalter und berechnender Geschäftsmann. Deshalb gerät er auch immer wieder mit der leidenschaftlichen Schauspielerin Winifred Ashcroft aneinander, die die Hauptrolle in seinem Theaterstück spielt. Denn Winnie ist alles, was Arsene nicht ist.
warmherzig und liebevoll. Und dennoch können die beiden nicht leugnen, dass eine ganz besondere Beziehung zwischen ihnen besteht. Als schmerzhafte Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht kommen, die zeigen, wie eng sie wirklich durch das Schicksal miteinander verbunden sind, müssen sie sich entscheiden. Ist trotz aller Unterschiede eine gemeinsame Zukunft möglich? Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich euch vorstellen möchte. Ebenfalls aus dem Hause Lux von der lieben Kim Nina Ocker. One of Six heißt der Reihenauftakt. Es wird eine zweiteilige Reihe werden. Dieser hier hat den Untertitel Verrat. Sieht auch schon sehr, sehr leidenschaftlich aus, das Cover, finde ich. Also es hat sowas elegant Leidenschaftliches. Lassen wir uns mal überraschen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend. Die Studentin Luca Murphy erhält eine einmalige Chance. Sie wird eingeladen, an einem Auswahlverfahren für die Stelle als Social Media Managerin eines luxuriösen Skihotels teilzunehmen. Aber als sie in dem abgeschiedenen Ortiz Resort auf ihre Mitbewerberinnen trifft, befindet sich unter ihnen auch der attraktive Devin Sandoval, der sie auf einer College-Party angeflirtet und dann stehen gelassen hat. Doch von dem Kribbeln, das Devins intensive Blicke in ihr auslösen, will Luca sich nicht ablenken lassen. Und auf einmal hat die Gruppe auch eine ganz andere Problematik, denn als ein Schneesturm und ein Stromausfall sie von der Außenwelt abschneiden, müssen sie sich fragen, ob da draußen jemand sein Unwesen treibt, der dort nicht hingehört. Erinnert mich so ein bisschen an so ein PlayStation-Spiel, das ich mal genötigt wurde, mit anzuschauen. Da ging es nämlich auch um eine Gruppe Jugendlicher, die in so einer Skihütte festsaß und draußen ist so ein Mörder rumgelaufen. Ja, nicht ganz so meine Welt, aber in der literarischen Fiktion vielleicht doch ganz ansprechend für mich. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im September neu erscheinen und die mich persönlich ansprechen. Es erscheinen natürlich noch viel, viel, viel mehr, aber es geht ja hier um meine Community und ich denke, dass die meisten aus der Community eben auch die Bücher lesen, die ich lese. Sonst würdet ihr mir ja vermutlich nicht folgen. Wie immer packe ich euch alle Links zu den Büchern in die Infobox. Da findet ihr den Link zu Thalia und zu Amazon. Das sind wie immer Affiliate-Links. Das heißt, ich kriege eine kleine Verkaufsprovision, wenn ihr über den Link etwas bestellt. Wenn ihr mich also unterstützen möchtet, ohne irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, dann dürft ihr das gerne über diese Links tun. Da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich fuchtel die ganze Zeit mit meinen Händen hier rum. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. Aber ja, ich verabschiede mich. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.